Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Playmo-Geschichten. Ich habe heute Playmo-Geschichten. Ich habe heute noch mal einen Einkauf für euch. Wir waren noch mal shoppen, weil ich und meine Schwester waren neulich unter anderem im Toys R Us und wir in Bremen haben leider nur einen Toys R Us und der ist sehr weit weg von uns. Von daher habe ich da richtig zugeschlagen, weil das auch gute Angebote gab und fragt mich nicht, warum ich euch jetzt noch mal grüße. Keine Ahnung, ich gebe es auf. Ja, falls euch das Video gefallen hat oder gefällt, dann gebt uns doch bitte einen Daumen nach oben. Und ja, falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch bitte unseren Kanal. Das geht kostenlos. Einfach hier unten auf Abonnieren drücken und dann bekommt ihr immer ja die neuesten Videos von uns angezeigt, aber nur, wenn ihr die Glocke aktiviert. Genau. An dieser Stelle möchte ich noch mal ganz kurz anmerken, dass wir alle Sachen selber gekauft haben von unserem Geld. Also hier ist nichts gesponsert von Playmobil oder von sonstigen Firmen. Also alles wurde selbst bezahlt, selbst gekauft und selbst ins Auto getragen und auch noch oben. Gut, wir fangen jetzt einfach mal an. Also ihr seht, hier haben wir so eine Art Krankenhauskoffer gekauft. Den fand meine Schwester nicht mega cool. Und genau, der hat hier oben sogar so einen Henkel, da könnt ihr halt anfassen und den zum Beispiel zu eurer Oma tragen oder zu eurem Opa oder wo auch immer, zu eurer Freundin. Vielleicht hat die ja keinen Krankenhauskoffer und ihr wollt mal zusammenspielen, also so eine Art Playmobil-Krankenhaus. Und da ist auch allerhand drin, finde ich. Also so ein kleiner Empfang, ne, zwei Ärzte oder eine Krankenschwester, dann ja ein Rollstuhl, so ein Versorgungstisch. Und ja, eine Mama und ein Kind und Gips und allen möglichen Krams. Also das ist schon in Ordnung. Wir haben dafür 24,99 bezahlt. Das war im Angebot. Deshalb habe ich das mitgenommen. Und ich denke, ich weiß auch ganz genau, wo wir das hinstellen werden. Und das finde ich echt ein cooles Set, falls ihr noch kein Krankenhaus habt oder nicht haben wollt, weil das vielleicht auch zu groß ist, dann ist das eine coole Alternative. Dann habe ich hier was gefunden und zwar auch im Toys R Us. Und zwar ist das dieser Jimmys Imbissstand. Der hat auch 24,99 gekostet. Und genau, den fanden wir auch mega cool. Den habe ich auch schon ewig im Auge, mal immer mal wieder bei eBay, aber da war der immer so unverschämt teuer. Und jetzt haben wir den halt original gefunden. Genau. Und da müsst ihr vielleicht auch mal gucken, falls euch das interessiert. Ich habe ihn bis jetzt auch nur beim Toys R Us gesehen. Also noch nirgendwo anders, wie gesagt. Und dann nur zu wirklich unverschämten Preisen im Internet. Und ganz ehrlich, Leute, also für sowas dann 100 € ausgeben, das wäre mir das auch nicht wert. Aber wenn man das irgendwo sieht, dann freut man sich natürlich sehr. Gerade wenn man auch wie wir halt Playmobil sammeln. Genau, und der sieht von innen aus wie der Eiswagen. Ich kann ihn euch gerne nochmal vorstellen, wenn ihr das gerne möchtet. Dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Auch wenn ihr sonst irgendwas seht, was ihr gerne vorgestellt haben wollt, dann schreibt es uns doch gerne. So, dann wollen wir mal schauen, was haben wir denn als nächstes? Ah, hier genau. Das fand ich auch mega cool. Das ist ein Star bei der Preisverleihung und das hat nur 2 € kostet, das war reduziert und fand ich voll witzig mit dieser goldenen Schallplatte. Das ist ein bisschen demoliert gewesen, deshalb war es wahrscheinlich auch reduziert. Und ja, finde ich voll süß. Hat die Nummer 4788 und ihr seht ja eigentlich, was drin ist. Also so eine Frau, so eine Schallplatte, wie so eine ja, Verleihung. Und ja, voll witzig irgendwie. Ja, fand ich irgendwie niedlich und haben das mitgenommen. Und das ist sogar noch eine alte Special Plus Verpackung. Die neuen sehen ja heute so aus. Das ist so eine Frau, ich weiß gar nicht, mit so einem Surfbrett, aber das heißt ein bisschen anders. Ich habe schon wieder vergessen. Und das hat 3,99 € gekostet. Und ich dachte, das ist bestimmt jetzt bald schön für die Sommervideos, wenn da vielleicht irgendwie, ja, so ein Surfbrett in der Nähe ist. Ich will noch nicht so viel verraten, wo wir dieses Jahr mit Familie fröhlich hinfahren. Ihr werdet es bestimmt bald erfahren. Genau. So, und genau, das fand ich auch cool. Dann habe ich ein Set, das haben wir schon aufgemacht, weil wir das für ein Video brauchten. Und zwar unsere 5 Arten für Fußball-Video. Und ja, ich muss sagen, davon bin ich richtig enttäuscht. Also ich finde es so blöd, dass diese Figur nicht stehen kann und irgendwie. Ja, also ich würde sie mir nicht nochmal kaufen. Die hat jetzt gekostet 5,99 €, glaube ich. Und das ist halt so eine Art Spiel. Da ist so eine Torwand mit bei. Und ja, da ist noch so ein Schnipper hinten. Das habe ich jetzt noch nicht zusammengebaut, weil wir das halt. Eigentlich war es geplant, dass Lukas das so anziehen sollte für diese WM-Videos. Gut, konnte keiner ahnen, dass Deutschland schon so schnell rausfliegt, ne? Aber ja, also das kann man absolut knicken, weil diese Figur halt nicht steht. Wir haben sie versucht, mit aller Gewalt auseinanderzubauen. Keine Chance irgendwie, dass wir nur dieses Trikot haben. Kann ich euch nicht empfehlen. Also nur, wenn ihr halt dieses Spiel spielen wollt. Wenn ihr denkt, das ist eine Figur, die steht in der Gegend herum, also sie kann nicht stehen, nur mit diesem Grün, total bescheuert. Dann habe ich hier, Achtung, ein Set aus der neuen Schulreihe gefunden. Und zwar ist das der Musikunterricht. Das ist die Nummer 9321, ist gerade ganz frisch rausgekommen. Und es ist auch so eine Art Koffer. Und da ist zum Beispiel drin eine Musiklehrerin mit einem Keyboard. Warum guckt die eigentlich so zur Seite da auf der Verpackung? Seht ihr das? Die guckt mal so, oh nee, ich möchte nicht fotografiert werden heute. Genau, dann sind da ein paar Kinder mit bei.
ein paar Instrumente. Dann war ich ein bisschen verwirrt, wofür das sein soll. Hab nochmal geguckt, da kommen die Instrumente alle rein. Verstärker und. Und der Koffer ist ganz praktisch. Da könnt ihr am Ende vielleicht noch Kleinteile reinpacken, falls ihr den nicht braucht. Also das finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Der war im Angebot für 10,99 Euro. Ich glaube, kostet sonst 14,99 Euro. Kann ich aber jetzt auch noch nicht so viel zu sagen. Aber ich freue mich mega auf die neue Schule. Ich bin so gespannt, wie die aussehen wird. Und ja, dann haben wir schon ein nächstes Set, ein etwas größeres Set. Und zwar ist das aus der City Life Serie, dieser coole Fahrradshop. Obwohl es auch Snowboards gibt und Inline-Skates und sowas. Genau, und der hat gekostet 24,99 €, der war im Angebot. Und den wollte ich auch ewig schon immer mal wieder mitnehmen. Aber dann war der immer nie im Angebot. Und jetzt hatte ich Glück und er war im Angebot. Und da habe ich gleich, ja, zugeschnappt. Genau, und hinten seht ihr auch nochmal genau, was alles drin ist. Genau, also ein paar Fahrräder sind in diesem Set enthalten, dann natürlich eine Kasse und wie ihr seht, es sind wirklich verschiedene Fahrräder, solche habe ich noch gar nicht, also ich bin die ganze Zeit überlegen, aber wir haben auch nochmal geguckt, also solche Fahrräder wie in diesem Set haben wir nicht und hier vorne könnt ihr das auch so zusammenstecken mit diesen anderen Sets, zum Beispiel mit diesem Bioladen oder mit dem Reitshop, dann sind da noch ein paar Skateboards mit bei und hier so ein paar coole Typen, die dann da einkaufen und der Verkäufer sieht auch irgendwie voll witzig aus, finde ich. Genau. Und dann haben wir auch passend zu dieser Serie noch gekauft. Achtung, wo ist er denn? Wo bleibt er denn? Der Reitshop. Genau, den wollten wir auch schon ewig haben. Wir wissen auch schon, was wir damit machen. Das dauert aber noch ein bisschen leider, weil wir gerade noch ein paar andere Baustellen haben. Genau, und da ist drinne, ja, eine Menge Zubehör für Pferde, also echt schön. Und die Figuren sehen auch echt toll aus. Und ja, wie ihr seht, das ist quasi der Laden aus der Boutique, wo Clara neulich shoppen war. Der ist genauso aufgebaut. Und schaut euch mal hier unten diese coole Deko an. Voll süß, also echt süß. Genau, und hinten seht ihr, da ist richtig viel drin. Dafür haben wir auch 24,99 € bezahlt. Genau, 24,99 €, ich gucke gerade nochmal. Und wie ihr seht, das ist wirklich hier aufgebaut wie diese Boutique, also wo wir, wie gesagt, mit Clara neulich waren. Es ist genau der gleiche Laden vom Prinzip her, nur dass es jetzt ein Pferdeshop ist, ein Reiterbedarfsshop. Genau, dann ist da so ein Pferd, so ein Probepferd zum Reiten. Ich kenne mich leider überhaupt nicht aus. Ich hab ja wie Linus sehr, sehr tolle Angst vor Pferden. Also falls jemand weiß, wie dieses Pferd heißt, bitte mal in die Kommentare. Ja, aber auch ein cooles Set, finde ich. Und für 24,99 €, wenn ihr noch nicht so viele Pferdesachen habt, dann ist das auf jeden Fall ja ein nettes Set. Beim nächsten Set möchte ich ganz kurz was sagen. Und zwar ist das hier ein Bauwagen aus dem Zirkus Roncalli. Ihr wisst ja, dass ich Zirkus ganz blöd finde, wenn da Tiere mitmachen. Also das finde ich ganz, 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 ganz furchtbar, weil ich das einfach in der heutigen Zeit nicht mehr in Ordnung finde, wenn man Tiere dazu dressiert, durch Feuerreifen zu sprengen oder Kunststückchen zu machen. Aber man muss auch sagen, dass der Zirkus Roncalli keine Wildtiere mehr hat. So, wir hatten eine Videoidee und hatten was geplant oder wollten mal irgendwann was umsetzen. Und dann ist uns dieser Bauwagen in die Hände gefallen und er passt genau zu unserer Videoidee. Von daher haben wir ihn gekauft. Wir werden das Zirkus Roncalli wahrscheinlich irgendwie versuchen überzukleben, keine Ahnung. Aber ja, der ist irgendwie voll cool, dieser Bauwagen, weil das ist halt ein Café, aber es ist auch ein Bauwagen. Und da könnt ihr nochmal sehen, also das ist richtig... Genau, da können Leute richtig sitzen, drinnen und draußen und das passt genau zu unserer Idee und deshalb haben wir das gekauft. Viele von euch fragen uns immer wieder, könnt ihr mal bitte ein Zirkusvideo machen? Da muss ich euch ganz ehrlich sagen, also ein Zirkusvideo, wo Tiere einen Kopfstand machen oder, wird es auf unserem Kanal nicht geben, weil ich das einfach nicht in Ordnung finde und auch die anderen finden das nicht in Ordnung. Genauso wird es hier kein Video geben, wo wir in eine Delfinshow gehen, weil ich das auch total blöd finde und die anderen das auch total blöd finden. Und wie ihr gemerkt habt, drücken wir uns auch immer noch vor diesem Zoo-Thema, weil ich dieses Thema auch sehr, sehr schwierig mit mir, also für mich vereinbare finde. Es gibt da ein, zwei Ideen, wie wir das umsetzen könnten, dass Linus und seine Freunde in den Zoo gehen. Aber ich finde das gar nicht so einfach, weil ich selber das einfach nicht so schön finde, wenn Tiere halt eingesperrt sind und wir Menschen uns daran erfreuen. Also ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Das muss jeder selber entscheiden. Aber wir arbeiten da gerade so ein bisschen an dieser Idee, weil sich das immer so viele wünschen, dass wir in den Zoo gehen. Gebt uns da bitte noch ein bisschen Zeit, aber mal schauen, ob wir das umsetzen können. Naja, so, wir sind jetzt hier beim vorletzten Set, sehe ich gerade. Das ist von Sylvanian und genau, das ist aus dieser neuen Kollektion. Die haben jetzt so eine neue Town-Serie, so, da sind so neue Shops und so eine Straßenbahn. Die Straßenbahn finde ich auch eigentlich ganz süß.
Und ja, genau, also ich finde, an Shops ist ein bisschen wenig neu rausgekommen. Also da hätten sie vielleicht ein bisschen mehr machen können. Aber Sylvania macht tatsächlich, was man so im Handel kaufen kann, mit den detailliertesten Sachen. Und da seht ihr ja, was drin ist. Das ist so eine Art, so ein Schokoshop, sage ich jetzt einfach mal. So eine Schokolatier, glaube ich, heißt es. Und ja, genau, da ist auch ganz schön drin was drin gewesen. So ein bisschen Schokolade, denn hier vorne so eine Couch. Und da ist aber keine Figur mit drin. Also falls ihr unbedingt mal so eine Sylvanian-Figur haben möchtet, dann ist das leider nicht das richtige Set für euch. Dieses Set hat 11,99 Euro gekostet. Und dann haben wir hier noch eins gefunden. Das war nämlich auch reduziert. Und da seht ihr, hier vorne ist ja dieses Sichtfenster. Und da könnt ihr meistens sehen, dass da eine Sylvanian-Figur mit dabei ist. Ansonsten könnt ihr diese Sachen immer umdrehen oder seitlich drehen. Und dann seht ihr ganz genau immer, was da drin ist. Das finde ich ganz gut. Das ist so ein Camping-Set. Und das war unten ein bisschen demoliert. Deshalb haben wir das günstiger gekriegt. Eigentlich kostet das 19,99. Ich glaube, wir haben jetzt 15,99 bezahlt. Da ist ein Zelt drinne und Schlafsack, diese kleine Figur, dann jede Menge kleine Sachen zum Grillen, also Teller, Mais und ich weiß gar nicht, was das sein soll. Also das eine ist Mais, das andere weiß ich nicht. So ein Stockfisch und so eine Grillzange, genau. Und ja, nochmal der Grill. Warum ich ihn euch jetzt zweimal sage, weiß ich nicht. Und genau, und hier vorne seht ihr dann genau, dass da diese kleine Silk Cat Girl drin ist. Also das ist ein kleines, ich weiß gar nicht, was eine Silk Cat ist. Was ist denn das? Also so eine kleine Katze ist da drin. Und genau, aber auch nur diese eine Katze und nicht die ganze Familie. Ja, und das war's auch schon zu unserem Einkauf. Schreibt uns auch gerne mal, wollt ihr zu irgendwas ein Video haben? Ja, dann gerne rein in die Kommentare. Was hat euch am meisten gefallen? Wer freut sich noch auf die Schule diesen Monat? Ja. Sollen wir euch die vorstellen? Wenn ja, dann lasst den Daumen mal glühen. Wir sehen uns dann morgen zu einem neuen Video. Bis dann. Tschüss.